Ein Astronaut oder eine Astronautin erkrankt im Weltraum. Im Gegensatz zur Erde kann das dort sehr schnell lebensgefährlich werden. Ein Krankenhaus gibt es nicht und die Möglichkeiten zur Behandlung sind eingeschränkt. Aber vor allem die auch der Diagnose. Doch jetzt ist es einem Forschungsteam der NASA gelungen, Bakterien direkt mit einem Test an Bord zu identifizieren. Das ist wirklich eine Sensation und ein Riesenfortschritt. Ihr habt euch dieses spannende Thema bei WhatsApp gewünscht und bekommt jetzt alle wichtigen Facts dazu. Und vor allem, wie der Hurricane Harvey das Unterfangen fast gestoppt hätte und was das fürs außerirdische Leben und dessen Entdeckung bedeutet. Jetzt in Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Ein Themenvorschlag über WhatsApp bzw. die anderen Messenger. Vielen Dank dafür, wie ihr da dabei sein könnt und Themen vorschlagen und vor allem die unzuverlässige Abo-Box von YouTube überlisten könnt. Das erfahrt ihr am Ende des Videos. Es könnten Milliarden, ja sogar Billionen von Mikroben sein, die sich an Bord der ISS, der Internationalen Raumstation, tummeln. Und wie hier auf der Erde können die Bakterien uns Menschen krank machen. Doch im All ist eine Erkrankung natürlich noch einmal eine verschärfte Situation, denn hier kann medizinische Hilfe anders als auf der Erde nicht in vollem Umfang gewährleistet werden. Deswegen tüfteln Forschungsteams weltweit schon länger daran, Tests zu entwickeln, mit denen sich Proben direkt vor Ort analysieren lassen. Krankheiten könnten besser und vor allem schneller diagnostiziert werden und zudem könnte so auch einfacher erforscht werden, wie die Mikroben mit der Schwerelosigkeit im All zurechtkommen. Bislang mussten die Proben tatsächlich zur Erde in entsprechende Labore gebracht werden. Eine aufwendige und kostenintensive und vor allen Dingen langwierige Sache. Ja, und stellt euch mal vor, selbst außerirdische Lebewesen könnten so direkt vor Ort analysiert werden. Einem Forschungsteam der NASA ist es jetzt tatsächlich gelungen, solch eine Möglichkeit zu entwickeln. Herausgekommen ist ein zweistufiger Prozess mit dem Namen Genes in Space 3, der mittlerweile auch bereits in der Praxis umgesetzt werden konnte, und zwar auf der ISS. Dazu sammelten die beteiligten Forscherinnen und Forscher zunächst von verschiedenen Oberflächen der Raumstation Proben und gaben sie in Petrischalen. Durch den Zusatz einer Nährlösung konnten sie die Mikroben vermehren. In einem weiteren Schritt isolierte das Forschungsteam deren Erbsubstanz mithilfe der sogenannten Polymerase-Kettenreaktion, die kennt ihr vielleicht noch aus dem Chemieunterricht, vervielfältigten sie die DNA. Der zweite Schritt des Prozesses wurde von Peggy White durchgeführt. Vielleicht habt ihr ihren Namen schon mal gehört. Sie ist Rekordastronautin und tatsächlich die Frau weltweit, die die längste Zeit im Weltraum verbracht hat. Die Biochemikerin schaute sich das Erbgut also genauer an und erstellte eine sogenannte Sequenzanalyse. Dadurch lassen sich charakteristische Abschnitte der DNA, also des Erbgutes, identifizieren und so feststellen, um welchen Organismus es sich handelt. Als wichtigstes Instrument diente ihr dabei ein MinION, ein tragbarer Sequenzierautomat, gerade mal so groß wie ein Handy. Zitat: Sofort haben wir gesehen, dass ein Mikroorganismus auftaucht und dann noch ein zweiter und so weiter, sagt eine der beteiligten Forscherinnen, Sarah Wallace. Dieser ganze Prozess fand tatsächlich komplett an Bord der ISS, also im Weltraum, statt. Absolute Premiere und Sensation. Und es war nicht einfach, weil die Astronautin Peggy White bei dem komplizierten Verfahren vom Boden aus geführt werden musste. Doch es sollte spannend bleiben, denn unvorhersehbare Geschehnisse bedrohten den Erfolg des Projektes. Allerdings kurioserweise nicht im All, sondern auf der Erde. Konkret ging es um den Hurricane Harvey, der Hochwasser und gefährliche Straßenverhältnisse mit sich brachte. So war das Team, das Peggy White im All unterstützte, gezwungen, eine Zeit lang auf die persönlichen Handys zurückzugreifen und so Hilfestellung an die ISS zu übermitteln. Doch die Analysen liefen fehlerfrei und konnten später in Laboren auf der Erde sogar mehrfach bestätigt werden. Jetzt können damit in Zukunft in Raumschiffen, aber auch außerirdische Organismen untersucht und identifiziert werden. Ein Riesenfortschritt für die Wissenschaft. Wenn ihr kein Video zur Entdeckung von Außerirdischen, deren Entdeckung vermutet die NASA ja schon bald, und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp und den anderen Messengern. Nur dann verpasst ihr kein Video, denn die Abo-Box auf YouTube, wisst ihr ja, die ist ja immer ziemlich lückenhaft. Über den Messenger erfahrt ihr von mir dann vor allen anderen vom neuesten Video täglich und garantiert. Einfach hier draufklicken und zur Begrüßung habe ich ein kleines Goodie für euch. Und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicks um Social and Media abonnieren. Da erfahrt ihr das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken und natürlich nicht, Achtung, genau, die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter, dafür auch draufklicken. Aliens, der erste Kontakt. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.